Weiter geht's mit einer neuen Folge von Card Life. Hallo und herzlich willkommen an der Stelle. Ich bin wieder zu Hause in den eigenen vier Wänden, denn heute möchte ich mal wieder ein bisschen weiterbauen an unserer kleinen Basis. Ich muss ja unter anderem noch den Keller anlegen, der steht noch aus und ich würde sagen, damit fangen wir auch gleich mal an, denn ich habe jetzt den Titanbohrer und damit dürfte das um einiges schneller vonstatten gehen. Ich würde sagen, wir graben einfach mal aufs Geradewohl drauf los. Und ich muss sowieso mal gucken, wie ich das dann am besten mache. Wenn ich hier so runter gehe, müsste da irgendwann mal die Treppe aufhören, damit ich dann vielleicht hier so quer rüber gehe und dann noch ein Stockwerk tiefer runter buddle. Also so ist zumindest meine Idee im Kopf. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Aber jetzt schauen wir einfach mal, wie das Ganze so wird. Wie gesagt, mit dem Titanbohrer geht es auf alle Fälle deutlich schneller vonstatten. Hier noch wegbuddeln. Das können wir auch noch wegbuddeln. Hoppala. Stecke ich schon wieder fest. So, habe jetzt. Gut. Also, wenn ich hier so runtergehe und wenn ich dann hier mal eben die Treppe rausnehme, machen wir das mal kurz. Okay. Dann könnte ich ja hier theoretisch so einen Boden reinsetzen. Mal kurz gucken, habe ich da aktuell noch einen Boden im Inventar? Nee, habe ich nicht. Okay, gut, dann stellen wir uns den mal ganz kurz her. Eine Bodenplatte, beziehungsweise bauen wir das Doppelfundament oder bauen wir das einfache Fundament? Nehmen wir mal die einfache Variante. Allerdings möchte ich die ungern aus Rotholz herstellen, vielmehr aus Eichenholz. Dann muss ich mal eben das Rotholz wegpacken. So, zweiter Versuch. Sehr schön, so will ich das. Damit es auch einheitlich ist. Gut, also. Mal kurz gucken, wenn ich das da oben platziere, dann komme ich allerdings nicht mehr hoch. Muss also durchaus von oben das errichten, oder? Von der Seite, so geht's auch. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Dann müssen wir hier noch wegbuddeln. Jetzt stimmt es natürlich mit unten nicht, aber allzu viele Treppenelemente habe ich da zum Glück noch nicht platziert. Von daher halb so wild. Weg mit der ganzen Erde, die ist im Weg. So, okay. Komme ich da eigentlich von der Höhe aus hin? Oder muss ich da noch tiefer buddeln? Ich glaube nicht, oder? Müsste eigentlich gehen. Mal gucken, ob ich da jetzt aber unten auch so ein Fundament platzieren kann. Ob das geht oder nicht geht. Ah, ich glaube, ich muss aber sogar noch ein bisschen tiefer. Wenn ich mir das hier so ansehe. Mal kurz gucken. Wenn ich da noch eine Wand platzieren würde. Wie weit würde die runterschauen? Das nur eben kurz wegbuddeln. Sonst geht das nicht gescheit. So, ich hätte gerne diese Holzwand. Na, geht das jetzt gar nicht. Muss ich da unten wahrscheinlich wieder ein Fundament platzieren? Gute Frage, nächste Frage. Hier kam mir aber gerade was, glaube ich, oder? Okay, vielleicht muss ich auch einfach noch mehr wegbuddeln. Machen wir das mal eben kurz. Na, da haben wir sogar noch Kupfererz. Auch nicht schlecht. Brauche ich zwar jetzt nicht unbedingt. Ich hoffe nur, dass das ganze Zeug jetzt nicht gleich runterkracht. Ansonsten hätte ich ein Problem.
Ein richtig großes Problem sogar. So, das dürfte jetzt doch aber eigentlich reichen vom Platz, oder? Ein zweiter Versuch. Wie mache ich das am besten? Dass ich da unten auch gleich eine Wand platzieren kann. Können natürlich jetzt hier unten auch ein Fundament platzieren und dann die Wand draufpacken. Das Problem ist, das ist aber wahrscheinlich dann nicht bündig mit dem oberen Fundament. Gibt's da irgendeine Lösung für dieses Problem? Oder brauche ich da vielleicht sogar dieses Doppelfundament? Wahrscheinlich, oder? Weil da unten ist auch so eine Kante. Bauen wir mal eben das Doppelfundament. Vielleicht ist das die Lösung des Problems. Könnte ja theoretisch sein. So, nehmen wir mal eben den Boden hier weg. Und dann platzieren wir hier ein Doppelfundament. Okay. Und dann versuchen wir unser Glück nochmal. Naja, da könnte es natürlich jetzt sein, dass wieder der Stein im Weg ist da unten. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß es nicht, ob es überhaupt funktioniert, dass man sich hier einen Keller anlegt oder nicht. Aber mit dem schnellen Werkzeug, oder besser gesagt mit dem besseren Werkzeug, können wir es ja vergleichsweise schnell ausprobieren. So, das dürfte doch eigentlich reichen vom Platz. Scheint nicht zu funktionieren, wenn ich das so ansehe. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das ist jetzt echt ein bisschen sehr doof. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Gute Frage, nächste Frage. Woran liegt es, dass ich da unten keine Wand platzieren kann? Gibt's hier noch irgendwas, das ich bauen kann vielleicht? Irgendwas, das mir in dieser misslichen Lage nützlich ist? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich könnte höchstens von hier aus gesehen ein paar Bodenelemente platzieren, also ein paar Fundamente, mich dann langsam hier vortasten und dann einfach gucken, wie es dann mit einer zusätzlichen Wand ausschaut. Ich glaube, das machen wir jetzt. Ich glaube, das ist das Sinnvollste und vor allem auch die schnellste Lösung. So, ich hätte gerne ein paar, ja, normale Fundamente, die reichen dann definitiv auch. Machen wir es einfach mal so. Okay, jetzt bin ich ja direkt darunter. Da komme ich aber nicht mehr durch. Soll heißen, das passt von der Höhe nicht. Es sei denn, ich hätte das normale Fundament verwendet. Dann hätte ich hier durchgehen können. Oder ich muss einfach noch eins tiefer. Wahrscheinlich ist es das. Wahrscheinlich muss ich hier tatsächlich noch eins tiefer, weil... Ja, jetzt könnte ich eine Mauer platzieren. Das wird also schon mal funktionieren. Okay, dann Kommando zurück. Nochmal die Elemente hier abreißen. War zwar jetzt in gewisser Weise leider eine, ja, Ressourcenverschwendung. Aber gut, hilft nicht. Da muss ich jetzt durch. Einfach mal wieder alles wegbuddeln. Und ich könnte eigentlich auch mal wieder was essen, sehe ich gerade. Nicht, dass mein Charakter hier noch vom Fleisch fällt. Das wollen wir nicht.
So. Alle hopp. Hoch mit dir. Das nehmen wir noch weg. Gut. Okay. So, ich habe gesagt, ich muss noch eins tiefer. Wenn ich jetzt hier noch eine Treppe baue und dann hier das Fundament platziere, dann müsste es doch eigentlich passen, oder? Normalerweise schon. Hoffe ich zumindest. Das versuchen wir jetzt einfach. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und probieren geht über studieren. Von daher, ein Versuch ist es allemal wert. Stellen wir das einmal her. Dann brauche ich mal wieder ein normales Fundament, das ich mir jetzt aber leider nicht herstellen kann, weil mir das Holz ausgeht. Okay, gut. Dann machen wir es erstmal wieder so. Sehr schön. Und dann käme hier das Fundament hin. So, jetzt aber erstmal ein bisschen Holz ran schaffen. Damit da unser Bauprojekt nicht unnötig in Stocken gerät. Das wollen wir nicht. Ich würde wieder sagen, so an die 60 Holzscheite sollte ich mitnehmen. So um den Dreh rum. Und ja, natürlich auch gleich wieder ein paar Fasern einsammeln. Bei der Gelegenheit. So, gibt es irgendwo noch vergleichsweise viel Eichenholz? Na, da wären noch ein paar Bäume. Und da auch noch ein paar. Ich will halt nicht alles abholzen, weil ansonsten schaut es ein bisschen leer aus. Von daher fälle ich auch ganz gerne mal die Bäume ein bisschen punktuell. Und nicht alles auf einmal fällen, weil ansonsten, wie gesagt, schaut das einfach nicht schön aus, wie ich finde. So, wie viel Eichenholz habe ich eigentlich schon? 39 mal Eichenholz. Die 60 machen wir auf alle Fälle noch voll, bevor es nach Hause geht. Und dann wird es wahrscheinlich sowieso schon dunkel sein. Von daher passt es dann ganz gut. So, perfekt. 57 mal Eichenholz. Ach komm, da geht noch was. Den einen Baum nehmen wir noch mit. Dann haben wir auch ein bisschen was auf Reserve. Dann passt es einwandfrei. Schön. Sehr gut. Nur mal kurz gucken. Fasern habe ich jetzt wie viele? 86, okay, das reicht auf alle Fälle. So, ab nach unten. Ich hätte gerne ein Fundament. Oder stellen wir uns gleich mal ein paar her. Beziehungsweise ich könnte ja die anderen Fundamente aus Rotholz herstellen. Obwohl, nee, das machen wir nicht. Bleiben wir bei dem Eichenholz. So. Das Fundament kommt hier hin. Dann hoffe ich, dass es von der Höhe aus passt. Das werden wir aber gleich sehen. Nur noch eben das alles wegbuddeln. So, hier noch ein bisschen was wegbuddeln. Okay. Gut. Wollen wir doch mal.
okay, hier geht's jetzt nicht. Da muss ich noch ein bisschen tiefer. Zweiter Versuch. Ah ja. Sehr schön. Das kann auch weg. Das kann auch noch weg. Gut. Okay. So, jetzt wird sich's gleich zeigen, ob mein Plan funktioniert oder nicht. Okay, das hätten wir. Und wenn ich jetzt die Wand platziere, dann schaut's von der Höhe aus wie aus? Einwandfrei. Genau so wollte ich das. Brauchen wir oben noch eine halbe Wand zum Verkleiden. Aber alles in allem, sehr schön. Jetzt schaut allerdings hier ein bisschen die Treppe drüber. Das ist vielleicht nicht ganz so schön. Aber vielleicht habe ich auch dafür noch eine Lösung. Auf Anhieb fällt mir jetzt zwar nichts ein, aber ich bin schon froh, dass das hier funktioniert. Weil dann sind wir jetzt hier schön auf einer Höhe. Perfekt. Und wenn ich jetzt hier oben noch eine halbe Wand dran packen kann, dann wäre das ideal. Vielleicht geht da sogar dieser Holzzaun. Ah ne, da haben wir ja sogar die Halbwand aus Holz. Ich war jetzt auf den hier aus, aber da haben wir direkt die Halbwand. Noch besser. So, Daumen drücken. Ah, das geht nicht, glaube ich, oder? Schaut nicht gut aus. Ich hätte gern die Halbwand da vorne dran gepackt, aber das scheint nicht zu funktionieren. Leider. Aber gut, ist wurscht. Ich denke, damit kann ich leben. Hauptsache, wir haben mal einen Keller. Das ist erstmal das Wichtigste. Aber natürlich brauche ich auch noch eine Tür. Eine Kellertür. Da könnte man die hier nehmen, die Holztür des Schöpfers. Ui, 60 mal Eichenholz. Hoppla, das ist natürlich ordentlich. Okay. Ja, wenn das so ist, muss ich nochmal Holz holen gehen. Ich bin jetzt nur gerade kurzzeitig am Überlegen, ob ich vielleicht sogar für den Keller Steinfundamente verwenden soll. Weil Steine hätte ich genügend, Holz dagegen nicht ganz so viel. Und ich glaube, so ein Steinkeller wäre auch mal ganz hübsch. Dann müssen wir ja nicht alles aus Holz bauen, weil das Holz ist sowieso eher knapp gesät. Also zumindest bei mir. Es gibt zwar draußen schon immer Nachschub, wobei es jetzt aktuell dunkel ist. Da holen wir nachher noch ein bisschen mehr Holz. Aber ich glaube, das könnten wir auch machen. Dann bräuchte ich hier unten aber eine Steintür. Nee, eine Steintür machen wir nicht. Nur den Boden machen wir vielleicht aus Stein, würde ich sagen. Und die Wände dann trotzdem aus Holz. Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Auf alle Fälle brauche ich hier noch mehr Platz. Es hilft nichts. Heute wird viel gebuddelt. Aber dafür sind wir bald stolze Besitzer eines Kellers. Ui, wo kommst denn du her? Oh Mann, oh Mann. Was war denn das? Ui, Goblin, da schon wieder. Okay, interessant. Auf einmal taucht ein Goblin auf. Was ich dann auch noch machen muss, ich muss die ganzen Fundamente oben ausbessern. Ich brauche dann nämlich eigentlich überall diese, ja, Doppelfundamente. Ansonsten haben wir hier überall diese Säulen, die dann so halb rausgucken. Ist auch irgendwie nicht gerade sehenswert. So, bringe ich eigentlich noch was unter in meinem Inventar? Ah, okay, geht sogar.
Er hat ja sogar noch richtig viel Platz. Ja, wenn das so ist. Sehr schön. So, jetzt können wir eigentlich sogar direkt rausgehen. Auch nicht schlecht. Gleich mal Eichenholz holen. Und dann noch diese spezielle Tür bauen. Da bin ich schon sehr gespannt, wie die ausschaut, wenn die dann steht. Ist zwar nicht gerade billig, aber hey. Wieso mal nicht ein bisschen hier was ausgeben an Holz? Muss ja nicht immer die gleiche Tür sein, die wir hier verwenden. So, das brauchen wir. Die Motorsäge. Jetzt haben wir dann sowieso gleich die nötige Anzahl beisammen. Ruhe, Ruhe! So, perfekt. 64 mal Eichenholz. Dann ab nach Hause und noch diese Holztür des Schöpfers platzieren. Die hätte ich nämlich ganz gerne hier vorne. So, Holztür des Schöpfers. Die war hier unten irgendwo. Da ist sie. Ui, die schaut cool aus. Sehr schön. Dann kommt die gleich mal direkt. Ja, direkt hier hin, oder bauen wir die hier hin? Ich würde sagen, die bauen wir jetzt hier hin. Zack. Perfekt. Das ist unsere Holztür. Hoho. Okay. Die hört sich auch massiv an. Da ist mächtig Wumms dahinter. Sehr schön. Ja, unsere Kellertür ist fertig. Und damit bin ich hier und heute auch schon wieder am Ende dieser Folge von Cardlife angekommen. Vielen Dank mal wieder fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.